Also, schön, dass ihr alle da seid. Freut mich wirklich, weil ich halte es für ein wirklich interessantes Thema. Also, Titel, ein bisschen reiserig. Wer entscheidet hier eigentlich? Was ich vorstellen möchte, sind Muster, Methoden und Werkzeuge für Entscheidungen in Gruppen. Warum habe ich das Thema ausgewählt? Ich habe oft den Eindruck, wenn man in Gruppensituationen ist, dass vielen gar nicht klar ist, welche Möglichkeiten man hat, Entscheidungen in Gruppen zu treffen. Und daher ist es oft schwierig, in der Gruppe überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn die Entscheidung dann getroffen wird, hat man oft irgendwie noch Missverständnisse, weil gar nicht bewusst ist, okay, haben wir jetzt was entschieden und wer hat das jetzt entschieden und stehen wir da wirklich alle hinter der Entscheidung? Und ja. Und ich möchte zum einen ein paar von diesen Problemsituationen aufzeigen und euch hoffentlich ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, wie man Entscheidungen in Gruppen treffen kann und wie man vielleicht auch auf den Kontext oder auf die Entscheidung, die zu treffen ist, angepasst, die richtige Methode wählen kann. Genau. Vorab ein paar Fragen, die man meiner Meinung nach klären sollte, bevor man die Entscheidung überhaupt trifft. Einfach um die notwendige Transparenz zu schaffen, damit die Leute, die die Entscheidung treffen oder die irgendwie Input zur Entscheidung geben, überhaupt eine fundierte Aussage treffen können. Also, der erste Punkt ist, was wird überhaupt entschieden? Das ist für mich eine Abgrenzung. Also, was steht nicht zur Diskussion? Gibt es vielleicht irgendwelche Prämissen, die wir festlegen, wo wir sagen, über den Punkt brauchen wir nicht zu diskutieren, weil das steht nicht zur Diskussion, wir haben quasi nur in dem Bereich überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Dadurch kann man auch frühzeitig Entscheidungsoptionen eliminieren, was den Entscheidungsprozess an sich beschleunigt und auch vereinfacht, weil man diskutiert nicht über Sachen, die, wie gesagt, einfach nicht zur Diskussion stehen. Dann entscheiden, wer entscheidet. Ja? Entscheidet es irgendwie einer alleine oder entscheidet die Gruppe zusammen? Und dann die Punkte, wie wird entschieden, wann wird entschieden und wie wird die Entscheidung kommuniziert, sind einfach für die Leute wichtig, die von der Entscheidung betroffen sind oder die sich an der Entscheidung beteiligen, um eben zu wissen, wie kann ich mich einbringen und wie kriege ich überhaupt mit, was am Ende entschieden wurde. Heute werde ich mich auf die beiden Punkte fokussieren im Vortrag und werde euch, wie gesagt, ein paar Muster vorstellen, die ich kategorisiert habe nach wer entscheidet und wie wird entschieden. Genau. Dann habe ich auch hier. Das schon mal als kleine Agenda, was wir jetzt vor uns haben. Also ich habe das, wie gesagt, kategorisiert nach wer entscheidet. Und zu jeder Gruppe, die quasi die Entscheidung treffen kann, habe ich dann verschiedene Muster vorbereitet, wie da Entscheidungen getroffen werden können. Fokus liegt natürlich auf, wie können wir Entscheidungen treffen, wenn alle an der Entscheidung beteiligt sein sollen. Deswegen habe ich da auch die meisten konkreten Methoden und Werkzeuge für vorbereitet. Teilgruppe werden wir nicht speziell betrachten, weil Teilgruppe ist für mich nur ein Sonderfall von alle entscheiden. Wir können als Gruppe sagen, okay, wir bilden irgendwie ein Gremium, wir haben irgendwie drei Leute, die dafür zuständig sind, sich um ein Thema zu kümmern und die treffen dann die Entscheidung. Das ist natürlich ein vorgelagerter Prozess, aber diese drei Personen müssen sich in sich natürlich dann auch nochmal einig werden, okay, wie treffen wir als Gruppe denn die Entscheidung? Die stehen dann wieder in der gleichen Situation und sagen, okay, haben wir jetzt einen bei uns, der am Ende das letzte Wort hat, der Entscheider ist, oder wollen wir auch irgendwie alle mehrheitlich oder im Konsens entscheiden? Deswegen betrachte ich alle Punkte, die man in der Teilgruppe beachten müsste, einfach unter dem Punkt, alle treffen die Entscheidung mit. Es gibt noch ein paar Aspekte, die man da zwar gesondert betrachten könnte, aber das sprengt hier den Rahmen. Das hat dann Thema Gruppendynamik und so
ist einfach nochmal ein bisschen erweitert. Wer da sich interessiert, kann gern im Nachgang auf mich zukommen. So, dann fangen wir an mit dem ersten Punkt. Niemand entscheidet. Ja, ups. Also, das kann verschiedene Gründe haben. Also, entweder fühlt sich niemand verantwortlich oder es wird überhaupt nicht die Notwendigkeit gesehen, dass gerade eine Entscheidung zu treffen ist. Das heißt, es wird gar nicht erst gesehen, dass wir eine Entscheidung zu treffen haben. Und dann kann man natürlich sagen, okay, es ist nicht wichtig, wir machen einfach nichts und es bleibt alles so, wie es ist. Aber, wie man hier sieht, es gibt vielleicht äußere Faktoren, die uns beeinflussen. Also wenn wir uns nicht entscheiden, irgendwie in eine Richtung zu rudern, aber wir auf einem Fluss unterwegs sind, der uns in eine gewisse Richtung treibt, dann fahren wir vielleicht irgendwann auf den Wasserfall zu und stürzen halt runter, wenn wir keine Entscheidung treffen. Und das sollte man sich halt überlegen, was passiert denn, wenn wir keine Entscheidung treffen? Weil keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Und vielleicht gibt es dann auch einfach Unklarheiten, ja, die führen zu einem Chaos. Also Beispiel wäre, wir haben im Team eine Entscheidung zu treffen, Priorisierung von Aufgaben, wir treffen aber die Entscheidung nicht. Und dann geht der eine in die Richtung los, der andere geht in die Richtung los, wir arbeiten vielleicht sogar gegeneinander, ohne dass es uns bewusst ist, einfach weil wir keine klare Entscheidung getroffen haben. Oder anderes Beispiel, Vorbereitung von einer Firmenfeier. Wir suchen eine Location und können uns nicht entscheiden. Die Welt dreht sich aber weiter, wir treffen keine Entscheidung und irgendwann sind alle Locations ausgebucht. Da haben wir auch eine Entscheidung getroffen, nämlich für keine der Locations. Oder wir wollen uns auf einen Daily-Termin einigen. Es gibt aber keinen Termin, der für alle passt. Und dann, am nächsten Tag, gibt es keinen Daily, weil wir haben uns halt nicht geeinigt. Genau. Manchmal ist es aber auch vielleicht wirklich egal, wie die Entscheidung zu treffen ist. Dann kann man valide den Zufall entscheiden lassen. Vielleicht ist einfach keine Zeit für die Entscheidung zu treffen. Kosten-Nutzen-Effekt. Ja? Es lohnt sich einfach nicht, über ein Thema lang zu diskutieren. Ich denke, man kann für jedes Thema irgendwie ein Argument finden, warum es sich lohnt, einen ganzen Tag mit 5 Leuten darüber zu diskutieren. Aber manchmal ist es halt vielleicht einfach nicht sinnvoll. Und dann finde ich es valide, den Zufall entscheiden zu lassen. Besonders, wenn es irgendwie um banale Entscheidungen geht. Also Beispiel wäre für mich klassisch im Planungsmeeting oder im Refinement, wir schätzen Stories. Und dann diskutieren wir eine Viertelstunde lang darüber, ob das Ticket jetzt ein S oder ein XS ist. Also oder ein Storypunkt oder 2 Storypunkte. In der Viertelstunde hätte man es vielleicht schon umgesetzt gehabt. Anderes Beispiel, wieder Vorbereitung Firmenfeier. Man kann sich bestimmt einen halben Tag lang darüber unterhalten, welche Mineralwassersorte wir bestellen. Ist aber am Ende wahrscheinlich egal und dann soll man halt einfach irgendwas bestellen, was uns der Getränkelieferant halt liefert oder was er halt gerade vorrätig hat. Also damit will ich sagen, manchmal ist es aus meiner Sicht valide, den Zufall entscheiden zu lassen. Nächster Punkt. Eine Person entscheidet. Hier so der Klassiker, der Alleinentscheider. Eine Person ist aus irgendeinem Grund legitimiert, eine Entscheidung zu treffen. Entweder gibt es eine formale Hierarchie, oder die Person wurde gewählt oder ernannt, oder eine Person nimmt sich einfach die Verantwortung. Der als erstes am lautesten redet, der Bastian hat es eben noch gesagt, der am lautesten redet, entscheidet, und keiner widerspricht, dann haben wir einen Alleinentscheider. Einfach implizit, ohne dass es vorher festgelegt wurde. Alleinentscheider können oft sinnvoll sein, besonders bei wieder zeitkritischen Entscheidungen. Wir können es uns manchmal nicht leisten, irgendwie ewig über Themen zu diskutieren und dann trifft eben eine Person die Entscheidung, einfach um zu gewährleisten, dass die Entscheidung schnell getroffen wird. Oder es gibt nur eine Person, die letztendlich die Konsequenzen oder die Verantwortung trägt. Beispiel wäre wieder Firmenfeier. Wie viel Budget haben wir für die Firmenfeier? Das sollte aus meiner Sicht der Chef ganz alleine entscheiden, weil er bezahlt es am Ende. Und dann macht es keinen Sinn, irgendwie in der Gruppe zu entscheiden, wie viel Budget man für eine Firmenfeier haben sollte, wenn am Ende der Chef es ganz alleine bezahlt. Anderes Beispiel, wo zum Beispiel zeitkritisch ist, bei der Feuerwehr,
Der Einsatzleiter, der hat den Überblick über die ganze Situation, der sollte vielleicht nicht alle Entscheidungen treffen. Gewisse Entscheidungen sollten die Personen auch in der konkreten Situation eigenverantwortlich treffen. Aber gewisse einsatzkritische Entscheidungen sollte vielleicht eine Person treffen, die den Überblick über die ganze Situation hat. Alternative dazu, konsultativer Einzelentscheid. Hier mal wieder die Situation, eine Person trifft die Entscheidung. Eine Person ist ganz allein dafür verantwortlich, die Entscheidung zu treffen und verantwortet auch die Konsequenzen der Entscheidung. Aber es gibt eine Verpflichtung für diese Person, sich bei allen Personen, die irgendwie betroffen sind oder die relevante Informationen für die Entscheidung beisteuern können, Rat und Empfehlungen einzuholen. Wichtig ist, die Person ist nicht an diese Empfehlungen oder an Ratschläge gebunden. Sie kann das, wenn sie will, alles ignorieren, weil sie hat am Ende die Verantwortung. Bei der Methode ist es ganz wichtig, dass bei allen beteiligten Personen ein klares Verständnis für diese Entscheidungsmethode existiert. Weil es wird insbesondere oft eingesetzt oder empfohlen, wenn man Verantwortung an Personen übergeben möchte, die vielleicht nicht durch irgendeine formale Hierarchie die Autorität haben, eine Entscheidung zu treffen. Dann müssen aber alle Personen, die entsprechende Autorität haben, anerkennen, dass sie die Entscheidung nachher nicht in Frage stellen dürfen oder die Entscheidung ignorieren dürfen, weil dann ist das komplette System kaputt. Dann kann man nicht mehr sagen, okay, wir übergeben einer Person die Verantwortung oder eine Person kann sich die Verantwortung nehmen, wenn sie am Ende gar nicht dazu befähigt wird, weil ihr Vorgesetzter dann doch wieder sagt, okay, aber ich sag dir jetzt, du machst es so und wenn du es so nicht machst, dann kriegst du es auf den Deckel. Beispiel, Firmenfeier. Man könnte zum Beispiel sagen, eine Person ist verantwortlich, das Essen für die Firmenfeier zu organisieren. Die muss dann natürlich fragen, okay, haben wir Vegetarier, haben wir Veganer, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten? Sie muss vielleicht bei der Geschäftsführung das Budget erfragen. Sie muss sich mit dem Rest vom Orga-Team abstimmen und fragen, wie viel von unserem Gesamtbudget darf ich denn fürs Essen aufwenden? Erfahrungswerte von Leuten, die die Firma im vorigen Jahr organisiert haben. Alles in der Verantwortung dieser Person, sich diese Informationen einzuholen und auf Basis von den Informationen am Ende die Entscheidung alleine zu treffen. Entscheidungen in Gruppen. Wenn wir alle zusammen die Entscheidung treffen wollen, dafür wollte ich erstmal gern die Definition rausholen für demokratische Entscheidungen. Weil meiner Meinung nach verbinden viele Leute mit dem Wort demokratische Entscheidung automatisch und implizit einen Mehrheitsentscheid. Aber man kann demokratische Entscheidungen auch treffen anders als Mehrheitsentscheid. Wichtig und entscheidend für demokratische Entscheidungen ist, alle, die betroffen sind, können ihre Meinung einbringen und sich gleichermaßen an der Entscheidung beteiligen. So, erstes Beispiel wäre aber der Mehrheitsentscheid. Heißt ganz einfach, die Alternative mit der größten Zustimmung gewinnt. Der Gedanke da hinten dran ist, jeder trägt die Entscheidung trotzdem mit, weil wir treffen Entscheidungen oft demokratisch und jeder ist irgendwo mal in der Minderheit. Und immer wenn man in der Minderheit ist, fügt man sich trotzdem der Entscheidung, weil man sagt, okay, ich trage die Entscheidung der Mehrheit mit. Bei allen Entscheidungsvarianten oder Mustern, die ich heute vorstelle, gibt es immer ganz verschiedene Abwandlungen und Alternativen und Varianten, wie man das umsetzen kann. Also zum Beispiel beim Mehrheitsentscheid, man kann die Anzahl der Stimmen variieren. Hat jeder nur eine Stimme, hat jeder mehrere Stimmen, darf man die Stimmen kumulieren, wie zum Beispiel beim Dot-Voting, darf ich irgendwie alle meine Punkte auf eine Alternative setzen oder darf ich maximal einen Punkt pro Alternative setzen? Wie wird die Mehrheit bestimmt? Geht es um die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, was so der Standard und implizite Fall ist? Oder geht es um die Mehrheit aller Anwesenden? Oder geht es um die Mehrheit von allen Wahlberechtigten? Das sind alles Sachen, die man vorher definieren müsste und klar machen müsste, wenn man nachher eine sinnvolle, fundierte Entscheidung treffen möchte.
Oder gibt es vielleicht Alternativen? Ich kann sagen, meine erste Alternative oder mein Favorit wäre diese Alternative. An zweiter Position sehe ich das, an dritter Position sehe ich das. Also wenn meine erste Alternative nicht gewählt wird, dann würde ich gerne die zweite Alternative wählen. Hat alles Einfluss darauf, wie ein Mehrheitsentscheid funktioniert. So, und dazu würde ich jetzt gerne einfach mal ganz kurz ein Beispiel machen. Das wirkt jetzt ziemlich banal, wir verwenden das aber gleich nochmal weiter. Also angenommen, wir wollten uns am Montag treffen zu einem Folgetermin zu der Schule, weil wir haben vielleicht nicht alles geschafft oder es gibt irgendwie noch Diskussionen offen und wir müssten jetzt einen Termin finden für Montag, wann wir uns treffen können. Entscheidungen wollen wir mehrheitlich treffen, weil wir sagen, dadurch kriegen wir das Ergebnis, wo die meisten Leute Zeit haben. Jeder hat eine Stimme und ich bitte mit Handzeichen abzustimmen. Also, wer wäre für 9 Uhr? Es gibt 9 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für 9 Uhr. Wer wäre für 13 Uhr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wer wäre für 16 Uhr? 1, 2, 3. Jetzt müsste jemand drauf geachtet haben, ob sich jemand doppelt gemeldet hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Fabian hat sich zweimal gemeldet. Bei anderen habe ich nicht drauf geachtet. Wenn ich jetzt nicht in der Vortrags-, sondern in der Moderationssituation wäre, hätte ich da vielleicht mehr drauf geachtet und auch vorher geguckt, wie viele Leute hier sitzen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, es hat nicht jeder abgestimmt für eine der Varianten. So, das wäre ein Beispiel für Mehrheitsentscheid und wir würden uns entscheiden für 13 Uhr, weil 13 Uhr hat 9 Stimmen bekommen. So, Alternative zum Mehrheitsentscheid dreht ein bisschen die Idee von Mehrheitsentscheid auf den Kopf. Ich habe das geringster Widerstand genannt. Es gibt auch den Begriff systemisches Konsensieren, aber das fand ich ein bisschen umständlich und das hier erklärt es für mich besser. Hier geht es einfach darum, wir wählen die Alternative, in der es in der Gruppe den geringsten Widerstand oder die geringste Ablehnung gibt. Vorteil von der Methode, es geht mit relativ wenig Zeitaufwand, also genauso wie gerade das Handzeichen, relativ schnell. Und es ist sinnvoll unter Handlungszwang, weil man kriegt unter Zeitdruck eine Entscheidungsalternative, die dann von möglichst wenigen Leuten in der Gruppe abgelehnt wird und ist dann sinnvoll, wenn Nichtstun keine Alternative ist. Also wenn man nicht die Zeit hat, einfach noch ewig zu diskutieren und vielleicht die Mehrheitsentscheidung in Frage zu stellen oder was weiß ich. Beispiel, wo das sinnvoll wäre, ich habe es schon oft in Retrospektiven eingesetzt, wenn wir Experimente machen wollen und wir haben verschiedene Ideen, wie man ein Problem lösen könnte, aber wir haben bei keiner von den Ideen irgendwie eine Ahnung, ob das was bringt oder ob es vielleicht total kacke ist, aber wir wollen uns für ein Experiment entscheiden und einfach mal was ausprobieren. Und dann nehme ich geringster Widerstand, lass abstimmen, mit welcher Entscheidungsvariante fühlt ihr euch am unwohlsten und nehme dann die Entscheidung, wo halt die wenigsten Leute sich unwohl mitfühlen. Und das würde ich jetzt einfach gern hier nochmal ausprobieren. Und zwar wäre die Frage, wer ist bei dem Termin oder wer wäre bei einem Termin nicht dabei? Also, wenn wir uns um 9 Uhr treffen würden, wer wäre dann nicht dabei? 1, 2, 3, 4, 5. Wer wäre um 13 Uhr nicht dabei? 2, 3, 4, 5, 6. Und wer wäre um 16 Uhr nicht dabei? 11. So, jetzt sieht man schon, hier kommen wir auf 24, hier kamen wir nur auf 19. Also irgendwie haben hier scheinbar nicht alle abgestimmt. Aber hier sieht man ganz klar, vorher hätten wir 13 Uhr ausgewählt, weil es 9 Stimmen hatte. Jetzt hat es 6 Gegenstimmen, 9 Uhr hat aber nur 5 Gegenstimmen. Das heißt, wir würden jetzt 9 Uhr auswählen, weil wir um 9 Uhr mehr Leute potenziell hier haben als um 13 Uhr.
War jetzt natürlich Zufall, dass es sich so ergeben hat, aber kann so funktionieren. Wenn wir jetzt eine kleinere Gruppe wären, also in einer Retro hat man ja üblicherweise nicht so einen vollen Raum, würde ich das mit gewichtetem Widerstand machen. Dann würde ich jedem quasi die Auswahl geben, sage deinen Widerstand zu einer Entscheidungsalternative mit einem Wert zwischen 1 und 10, würde dann die Punkte aufaddieren und habe dann einfach nochmal ein besseres Ergebnis, weil ich dann nicht einfach nur sagen kann, ich bin dagegen, sondern ich kann sagen, wie stark bin ich dagegen. Und dann habe ich einen konkreten Zahlenwert, den ich vergleichen kann und kann dann einfach sagen, der mit dem geringsten Widerstand. Konsens. Konsens ist für mich das Entscheidungsmuster oder die Entscheidungsmethode, die am meisten missverstanden wird. Konsens heißt, ja, wir waren uns einig. Wenn wir aber sagen, wir waren uns einig, heißt das, wenn einer sich nicht einig war, dann haben wir keinen Konsens. Das bedeutet, jeder in der Gruppe hat ein Vetorecht, sonst haben wir keinen Konsens. Und das ist eine Sache, die man sich meiner Meinung nach bewusst machen sollte und die für mich einer der entscheidenden Aspekte bei einem Konsensentscheid ist. Das heißt, jeder in der Gruppe muss die Entscheidung mittragen. Da gibt es aber verschiedene Abstufungen. Also entweder ich stimme voll zu, stehe voll hinter der Entscheidung. Oder ich stimme zwar zu, trage die Entscheidung mit, habe aber noch gewisse Anmerkungen, die ich gerne protokolliert hätte. Oder ich trage die Entscheidung mit, stimme aber nicht voll zu, möchte aber die Gruppe nicht blockieren in ihrer Entscheidungsfindung. Das heißt, ich sage, ich gebe kein Veto, ich stimme dem zwar nicht zu, aber wenn die Mehrheit dafür ist, trage ich die Entscheidung mit. Oder ich gebe wirklich mein Veto und sage, nein, die Entscheidung kann ich so nicht mittragen, das müssen wir nochmal diskutieren oder die Entscheidung ist so nicht beschlussfähig oder abgelehnt. Dann habe ich, wie gesagt, von meinem Vetorecht Gebrauch gemacht. So ein Konsens ist natürlich immer wünschenswert. Man wünscht sich natürlich, dass man sich in der Gruppe einig ist, wenn man was entscheidet. Der Nachteil ist natürlich, es ist ein langwieriger Prozess. Es sind vielleicht ewige Diskussionen und vielleicht kommt man einfach nicht zu einem Konsens. Lustige Anekdote dazu, G20-Gipfel. Habe ich dem letzt gehört, haben sie jetzt zum ersten Mal bei diesem G20-Gipfel Entscheidungen nicht im Konsens getroffen bezüglich Klimapolitik, sondern haben eben ein Statement veröffentlicht, wo einer der Teilnehmer eben nicht hinter dem Konsens stand. Ein Beispiel aus unserem Arbeitsalltag wäre für mich Vereinbarung von Verhaltensregeln im Team. Das ist für mich eine Sache, da sollte das ganze Team hinten dran stehen. Das muss für mich eine Konsensentscheidung sein, weil Verhaltensregeln ist was, wo man sich drauf committet, wo man dann auch im täglichen Arbeit Bezug drauf nehmen kann. Und da würde ich dann auch einfach die Zeit investieren, um einen Konsens zu finden. Und dann gehe ich im Zweifelsfall auch hin und mache einen kleineren Konsens. Mache weniger Regeln, aber zu den Regeln gibt es halt ein Commitment und jeder steht hinten dran und sagt, jawohl, da sind wir uns einig. So, hier das erste konkrete Werkzeug, wie man einen Konsens prüfen kann. Also nicht, wie man zu einem Konsens kommt, sondern wenn man meint, man hat einen Konsens, wie man diesen prüfen kann. Nennt sich Daumenvoting. Ich mag es aber nicht so, wie es hier gezeigt ist, sondern ich mag es viel lieber so. Weil eine offene Hand heißt eben nicht, okay, neutral oder vielleicht so, sondern ich trage die Entscheidung mit. So, hier machen wir nochmal ein kurzes Beispiel. Wir treffen uns ja am Montag um 9 Uhr. Ich fände es sinnvoll, weil ich das Thema so wichtig finde, dass wir uns jeden Tag treffen, dass wir ein Daily daraus machen. Und deswegen, wir haben uns ja schon auf 9 Uhr geeinigt, machen wir doch 9 Uhr einfach als Daily-Termin. Da bräuchte ich aber einen Konsens, weil beim Daily müssen irgendwie alle dabei sein. Das ist irgendwie doof, wenn nicht alle dabei sind. Und deswegen machen wir mal eine kurze Prüfung dieses Konsens. Also Daumen hoch heißt, jawohl, 9 Uhr bin ich jeden Tag dabei. Daumen runter, Veto. Hand nach oben, ich trage die Entscheidung mit. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir mit 20 Leuten da keinen Konsens kriegen. Da brauchen wir also nochmal eine andere Entscheidungsmethode.
Zum Beispiel den Konsent. Konsent, das ist gar kein deutsches Wort. Das steht auch so noch nicht im Duden. Das ist eine Wortschöpfung, die bei der Übersetzung entstanden ist. Das kommt hier aus der Soziokratiebewegung. Es gibt im Englischen eine Unterscheidung zwischen Konsensus und Konsent. Konsent heißt Zustimmung. Die Konsent-Methode sagt, es gibt einen konkreten Entscheidungsvorschlag und der Entscheidungsvorschlag ist angenommen oder gilt als angenommen, wenn es keinen schwerwiegenden oder argumentierten Einwand gibt. Das heißt, jeder in der Gruppe hat bei einem Entscheidungsvorschlag die Möglichkeit, einen Einwand zu äußern und den auch zu begründen und damit die Entscheidung quasi zu blockieren, aber eben auch einen konkreten Hinweis zu geben, was müsste man an dem Vorschlag anpassen, damit er für mich akzeptabel wäre. Deswegen begründeter Einwand und optimalerweise Vorschlag, zum Beispiel 9 Uhr ist für mich nicht okay, weil ich muss jeden Morgen meine Kinder zum Kindergarten bringen, 9:30 wäre ich dabei. Ein anderer Einwand könnte aber sein, ja, ich halte ein Daily grundsätzlich für unsinnig, weil so wichtig ist das Thema, was wir diskutieren, jetzt auch nicht, dass man sich da jeden Tag zu treffen muss. Vielleicht sollten wir einen monatlichen Termin machen. Aber dann wäre 9 Uhr okay für mich. Ist einfach ein ganz anderer Einwand, der einfach aufzeigt, warum wird die Entscheidung nicht angenommen und was müssten wir an dem Entscheidungsvorschlag anpassen, damit er für mich akzeptabel ist. Oder jemand anders sagt, ja, 9 Uhr ist für mich okay, aber dann kann ich nur per Video dazukommen. Auch wieder anderes Argument, was man anders in den Entscheidungsvorschlag einbauen kann, um ihn so anzupassen, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt gibt es keine begründeten Einwände mehr. Die Theorie oder die These hinter dem Ding ist, der Preis, um eine ideale Lösung zu finden, ist in komplexen Systemen oder in Gruppen einfach höher als der Nutzen von der idealen Lösung. Und deswegen sagt man, wir wollen lieber eine brauchbare Lösung, anstatt noch mehr Zeit zu investieren, um die ideale Lösung zu finden. Hier nochmal konkretes Werkzeug, was man anwenden kann, für einen Konsent zu machen. Man kann auch Daumenvoting verwenden. Ja? Man kann einfach sagen, okay, jeder, der ein Veto hat, muss sein Veto im Anschluss begründen. Wenn ich einen Konsent finden will, nehme ich aber lieber die Fist of Five oder das Grad der Zustimmung mit Fingern anzeigen, weil man damit eben auch sagen kann, wie stark stimme ich dem Entscheidungsvorschlag zu oder wie stark lehne ich ihn ab. Also Idee ist halt einfach, mit 5 Fingern zeige ich, jawohl, das ist die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Mit 3 sage ich, ja, ist okay. Alles, was 2 oder 1 Finger ist, wäre für mich ein Grund, als Moderator nachzufragen. Okay, warum zeigst du nur 1 oder 2 Finger? Was müssten wir ändern, damit du vielleicht 3 oder 4 Finger zeigen könntest? Und das setze ich gern für Konsententscheidungen ein, um einfach dann iterativ eine Lösung zu finden, mit der wir irgendwann irgendwo ankommen, wo die Zustimmung einfach größer in der Gruppe ist. Genau. Da machen wir nicht. So, jetzt sind wir hier mit den Entscheidungsmustern durch. Jetzt möchte ich am Ende vom Vortrag noch auf die Frage eingehen, okay, aber wie entscheiden wir denn jetzt, wie wir entscheiden? Und ja, das Ganze ist relativ einfach, wenn man einen Moderator hat und der Moderator entsprechend sich auskennt oder sich vielleicht vorher überlegt hat, wie Entscheidungen getroffen werden sollen, dann kann der Moderator nämlich die Entscheidungsmethode vorgeben und auch erklären, wie sie funktioniert und im Optimalfall auch die entsprechenden Fragen stellen. Also, was wollen wir denn entscheiden? Was steht nicht zur Diskussion? Wer entscheidet alles? Entscheiden alle, die im Raum sind, oder entscheidet es nur eine Teilgruppe?
wie wird die Entscheidung getroffen, im Konsens oder mehrheitlich, wie wird die Entscheidung am Ende kommuniziert und vielleicht, wenn die Entscheidung nicht in dem Moment getroffen werden muss, bis wann wollen wir eine Entscheidung treffen. Man hat aber nicht immer einen Moderator. Manchmal wird die Entscheidung einfach getroffen auf Basis vom Kontext. Ja? Es gibt einfach gewisse Situationen, wo ein gewisses Entscheidungsmuster implizit vorgegeben ist. Zum Beispiel, weil man sich vorher auf irgendwas committed hat. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich in einem Einsatz bin bei der Feuerwehr oder kann man vielleicht auch Beispiel Militär nehmen, dann ist einfach klar, okay, ich bin in der Situation und in der Situation committe ich mich drauf, dass ich auf alles sage, was mein Vorgesetzter, mein Einsatzleiter oder mein Rangoberster, ich kenne mich da nicht so aus, für eine Entscheidung trifft und ich halte mich dran, weil ich mich vorher drauf committed habe. Genauso Situation hier in einem Unternehmen. Vielleicht ist es einfach durch die Kultur vorgegeben. Wir wollen Entscheidungen gemeinsam treffen. Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass jeder an der Entscheidung beteiligt sein soll. Und deswegen würde man in einer bestimmten Situation vielleicht von sich aus schon eher zu einer Methode tendieren, wo man sagt, wir treffen die Entscheidung als Gruppe. Aber dann müsste man meiner Meinung nach nochmal den zweiten Schritt gehen und sagen, okay, wir wollen demokratisch alle zusammen entscheiden, aber wie denn? Mehrheitlich? Konsens? Oder wie machen wir es? Großer Vorteil hat man bei der Anwendung im Team. Ich bin ein sehr großer Verfechter von stabilen Teams, die über eine längere Zeit zusammenbleiben. Und da ist für mich Entscheidungsfindung ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich sage, es kostet Zeit im Team, gewisse Entscheidungsmuster zu etablieren. Wie treffen wir die Entscheidung, welche Schätzung ein Ticket bekommt? Wie treffen wir die Entscheidung, ob wir uns auf eine Retro-Maßnahme committen? Wie treffen wir die Entscheidung, wann unser Daily-Termin ist? Wie treffen wir die Entscheidung, welches Projekt wir machen wollen? Und wenn sich sowas im Team etabliert hat, dann kostet das zwar erstmal Zeit, aber ich kann dann nachher wirklich einen großen Vorteil draus ziehen, weil ich, wie hier im Fußball, für gewisse Standardsituationen einfach schon eingespielt bin. Ich weiß, wie wir uns bei einem Freistoß verhalten. Ich weiß, wie wir die Mauer stellen. Ich weiß, wie wir uns in der Retro auf eine Maßnahme committen. Ich habe da mal ein sehr schönes Team erlebt. Das war in einer sehr großen Runde. Es war ein Raum mit, ich glaube, 50, 60 Personen. Und es wurden Tickets verteilt an verschiedene Teams. Vorne hat immer einer ein Thema hochgehalten und hat gesagt, okay, das Thema, welches Team kann das übernehmen? Und dann hat sich das Team wirklich innerhalb von 5 Sekunden zueinander umgedreht, hat ein schnelles Daumenvoting gemacht, hey, können wir das nehmen, passt das bei uns rein? 1, 2, 3, wenn alle Daumen hoch oder Entscheidung mitgetragen, hat sich einer gemeldet, hat gesagt, jawohl, wir nehmen es. Sobald ein Daumen nach unten war, war klar, okay, wir sind dicht, das nehmen wir nicht mehr oder das Ticket passt für uns nicht. Sowas braucht Routine, sowas braucht eingespielt sein. Aber dann kann man halt ein Planungsmeeting für einen Sprint mit 60 Leuten in einer halben Stunde machen. So, jetzt noch einmal in der Aktion. Ich habe hier noch eine Folie, in der ich ein konkretes Werkzeug vorstellen möchte, wie man entscheiden kann, wie eine Entscheidung zu treffen ist. Und ihr dürft jetzt entscheiden, ob ihr das noch sehen wollt oder ob ihr sagt, boah, zu viel Input, ich bin dicht, ich möchte eigentlich nichts mehr hören. Und zwar bitte ich um Handzeichen, wer möchte das überspringen und direkt zur Diskussion übergehen? Okay. Wer möchte das noch sehen? Okay. Was haben wir jetzt für eine Entscheidung getroffen? Was war es für ein Muster? Mehrheitsentscheid? Konsens? Auf
aus meiner Sicht war es ein Einzelentscheid, weil ich kann am Ende immer noch entscheiden, was ich mit euren Handzeichen mache. Ja? Ich habe ja auch dem Video gar nicht gesagt, wie viele Leute sich gemeldet haben. Ich hätte jetzt sagen können, ja, ist mir aber egal, wir haben eigentlich keine Zeit mehr und deswegen überspringe ich die Folie. Aber interessant, euer Meinungsbild gesehen zu haben. Dementsprechend hätte man auch sagen können, okay, es war ein konsultativer Einzelentscheid, weil ich habe mir irgendwie Rat eingeholt. Dazu müsste man meiner Meinung nach aber, das wäre für mich nicht ausreichend für einen konsultativen, weil dann müsste ich hingehen, okay, passt das denn in das Video noch rein oder hat irgendjemand Folgetermine, muss irgendjemand raus oder ja, also da gäbe es für mich verschiedene Fragen zu klären, um wirklich fundiert sagen zu können, okay, ich habe mir von jedem, der von der Entscheidung betroffen ist, ausreichend Input geholt, um die Entscheidung fundiert treffen zu können. Ich zeige es euch aber noch schnell, weil ich, sonst hätte ich es ja nicht eingebaut. Das nennt sich Delegation Poker. Das ist aus dem Management 3.0 Buch von Jürgen Apello. Und das wird eingesetzt, um in einem Verhältnis zwischen einem Manager und den Leuten, die er managt, in der Regel ein Team, also quasi ein Teammanager und dem Team, auszuwählen, wie die Entscheidung getroffen werden soll oder welcher Grad von Delegation angewandt wird. Also es geht dann quasi von 1, der Chef entscheidet ganz alleine und verkündet dem Team einfach die Entscheidung, bis zu komplette Delegation, das Team entscheidet komplett unabhängig. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn es euch interessiert, guckt es euch mal an. Da gibt es auch wirklich noch, also der hat in seinem Buch ein komplettes Kapitel darüber geschrieben. Ich finde es ein sehr wertvolles Tool, einfach in einer Teamsituation, wo man irgendwo eine Person hat, die eine formale Autorität hat, zu entscheiden, wie wollen wir die Entscheidung treffen. Und das kann dann wiederum, dann muss man sich einig sein. Ist es dann konsultativ? Das heißt, der Chef holt sich quasi die Meinung von den Teammitgliedern ein. Jeder im Team kann eine Karte spielen und damit ausdrücken, wie er der Meinung ist, dass er die Entscheidung treffen würde. Und dann entscheidet er aber selbst, welchen Modus er anwendet. Oder gibt es einen Konsensentscheid, wie beim Pokern im Sprintplanung, beim Schätzen, wo man sagt, okay, wir müssen uns einigen, welche Entscheidungsvariante jetzt die richtige ist. Kann man viel mitspielen. Ja. Kosten nutzen, wenn es wichtig ist, muss man es vielleicht dementsprechend anpassen. So, letzte Folie. Viel Theorie, was mache ich jetzt damit? Also, erstmal zusammengefasst, was haben wir gelernt oder was wäre für mich das Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet? Es gibt verschiedene Entscheidungsmuster, die wir gelernt haben. Und man sollte in einer konkreten Situation sich vielleicht jetzt besser in der Lage fühlen, zu erkennen, welches Muster wird denn gerade angewandt. Hat jeder das gleiche Bild davon, welches Muster gerade angewandt wird? Oder gibt es vielleicht Missverständnisse? Denkt der eine gerade, ja okay, das hat ja jetzt gerade der Chef entschieden, weil der Chef hat uns ganz klar beeinflusst und man konnte ja jetzt gar nicht mehr anders, als dem zuzustimmen. Oder andere haben vielleicht den Eindruck, ja nee, wir haben das ja als Gruppe entschieden, das war ja ein Konsens. Ich finde, dann sollte auch jeder in der Verantwortung sein, das entsprechend anzusprechen und zu sagen, ich habe gerade das Gefühl, dass wir uns nicht einig sind, wie wir die Entscheidung treffen oder ich habe gerade das Gefühl, dass wir gar keine Entscheidung getroffen haben. Vielleicht kann man dann auch selbst einen Vorschlag machen und sagen, ich würde vorschlagen, dass wir die Entscheidung so treffen oder einfach sagen, lasst uns doch mal ein kurzes Daumenvoting machen, ob wir wirklich einen Konsens haben, einfach um den Konsens zu prüfen. Andere Möglichkeit, wie ihr das Wissen anwenden könntet, wäre vorbereitend. Wenn ihr wisst, es steht irgendein Meeting an, es steht irgendeine konkrete Situation an, vorher überlegen, wie wollen wir denn da die Entscheidung treffen? Welches Entscheidungsmuster, welche Entscheidungsmethode wäre denn passend, was wäre angebracht? Und das hoffe ich einfach, dass ihr das heute aus der Schule mitnehmen könnt und dass es euch in konkreten Alltag was bringt. Vielen Dank.
Zum einen haben wir jetzt noch Zeit, kann man gerade einer eine Uhrzeit sagen? Ja, dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit für Fragen. Zum einen natürlich Fragen von euch. Mich würde interessieren, ob ihr vielleicht im Vortrag konkrete Beispiele aus dem Alltag im Kopf habt, wo ihr gesagt habt, ja stimmt, da haben wir so die Entscheidung getroffen, aber eigentlich hätten wir sie mit der Methode treffen müssen. Oder eigentlich sollten wir in Zukunft in Situation XY Entscheidungen immer so treffen. Das würde mich interessieren, aber ihr könnt gern fragen, was euch auf dem Herzen liegt. Arnold. Also Frage war Wertediskurs im Unternehmen. Wie würde man da eine Entscheidung treffen? Ist da ein Konsensentscheid angebracht oder funktioniert das gar nicht bei so vielen Leuten? Oder ist ein Mehrheitsentscheid ausreichend, weil am Ende ja alle hinter der Entscheidung stehen müssen? Ja, ist eine spannende Frage. Würde ich jetzt nicht hier in dem Rahmen diskutieren, aber sollte man entsprechend aufwerfen in der Runde. Also das, die Frage war Unterschied zwischen Konsens und Konsent, beziehungsweise wo ist da die Abgrenzung? Also für mich ist bei einem Konsens nicht die Verpflichtung da, seine Entscheidung zu begründen. Es geht da auch wirklich um die Methode, die ich anwende. Ja? Also ein Konsens, also klar, wenn ich eine Konsententscheidung treffe als Methode, wie mache ich es vorgehen, dann kann ich natürlich bei einem Konsens rauskommen, ja. Aber durch den Konsent gebe ich eben explizit die Verpflichtung vor, du darfst nur ein Veto eingeben oder einen Widerstand äußern, wenn du ihn auch begründen kannst und vor allem, wenn du auch sagen kannst, was wäre konkret notwendig, damit du den Entscheidungsvorschlag annehmen kannst. Bei einem Veto, bei einem Konsens kann ich einfach sagen, ja okay, da bin ich nicht dabei, weil das passt mir nicht. Natürlich kann ich das entsprechend moderieren und eine andere Methode wählen, um da auch zu sagen, ja okay, aber dann sag doch warum und wie kommen wir denn voran. Aber prinzipiell wäre das für mich die Abgrenzung, dass ich bei einem Konsens nicht begründen muss. Ich kann einfach sagen, stopp, Veto, bin ich dagegen. Und der Konsens verpflichtet dich zu begründen. Ein Konsens macht für mich Sinn, wenn es einfach unter Zeitdruck der Konsens zum Beispiel geprüft werden muss. Wenn ich einfach gucken will, okay, haben wir einen Konsens, Daumen nach unten heißt Veto und dann gehen wir weiter zur nächsten Entscheidung oder zum nächsten Punkt. Ich will dann gar nicht drüber diskutieren, warum und wir gucken jetzt nochmal, wie können wir denn zu einem Konsens kommen, sondern ich sage einfach, ja okay, wir haben keinen Konsens, gut. Dann müssen wir uns entweder nochmal wann anders zusammensetzen oder die Entscheidung ist halt einfach abgelehnt. Ja? Also, ja. Also der Punkt war, wie ist das mit Enthaltungen bei Konsens oder Konsent? Für mich ist es so,
wenn ich sage, okay, ich will wirklich, dass wir dahinter stehen und ich mache eine Konsensprüfung und alle im Team machen nur die flache Hand und vielleicht einer den Daumen hoch, dann sage ich, okay, tragen wir denn hier wirklich eine Entscheidung des Teams mit oder ist es eigentlich allen egal oder alle sind nicht so wirklich zufrieden? Genauso, wenn ich dann die Fist of Five mache und es ist irgendwie keiner bei einer 4 oder einer 5, sondern alle nur maximal bei einer 3, würde ich halt auch in Frage stellen, okay, ist das denn wirklich eine Entscheidung, mit der ihr zufrieden seid, die ihr alle mittragen wollt oder müssen wir da noch was anpassen, dass man das ändern kann? Und dann kommt es halt wieder auf die Situation an. Stehen wir denn unter Zeitdruck und müssen jetzt eine Entscheidung treffen und es reicht uns aus, dass keiner dagegen ist? Oder sagen wir, nee, wir brauchen da wirklich ein Commitment, die Leute müssen dahinter stehen, jeder muss auch irgendwo zufrieden sein. Dann kann ich auch bei einem Fist of Five sagen, okay, ich will, dass jeder mindestens eine 4 hat. Oder dass zumindest eine Mehrheit eine 4 hat und maximal eine Minderheit eine 3. Das kann ich alles variieren, ja. Aber für mich ist gerade, was den Punkt Enthaltung angeht, bei Konsens und bei Consent keine Unterscheidung, weil für mich jeder, der sich enthält, trägt bei diesen Entscheidungen explizit die Entscheidung mit. Deswegen nicht so, ist mir egal, sondern ich trage es mit. Sonst würde ich eine andere Methode wählen. Das ist ein Aspekt oder halt auch, wie wichtig emotional ist die Entscheidung für uns. Ja, also okay. Also ich habe einiges aus dem Vortrag rausgestrichen, einfach in Anbetracht der Zeit. Wenn das Thema jemand noch detaillierter interessiert, ihr könnt da gerne auch auf mich zukommen. Ich rede gerne über das Thema, hat man vielleicht gemerkt. Ja, ansonsten dann vielen Dank, dass ihr da wart und frohes Schaffen.